Geschichte ist schon eine seltsame Sache. Wir befinden uns gerade in einem schwarzen Loch der Geschichtsschreibung, zumindest in der Star Trek History. Denn wir wissen nicht so genau, was eigentlich im Jahr 2205, also 2205, so los war in der Star Trek Welt. Die Serien, die wir kennen und lieben, Fragezeichen Star Trek Enterprise und Looking at You, finden in anderen Zeiten statt. Ja? Star Trek Enterprise spielt 2150, 2160, sowas rum statt. Die Serien Star Trek Discovery und also die Originalserie TOS, wie sie heute genannt wird, finden 2250, 2260, 2270 statt. Die Kinofilme Star Trek 1 bis 6 finden in den 2260er, 70er, 80er Jahren statt, bis hoch 2280. Und dann kommt 2350, 60 beginnt dann die Geschichtsschreibung mit The Next Generation, und dann kommt eben auch Deep Space Nine und Voyager in den 70er Jahren, also 2370, 2380 bis hinauf zu Star Trek Picard rund um das Jahr 2400, also 2390 plus. Und dann kommt Star Trek Online im Endeffekt beginnend im frühen 25. Jahrhundert oder im späten 24. Jahrhundert, auch so um 2400 herum. So, und jetzt sagt er mir mal, woher soll ich wissen, was jetzt hier gerade los ist? 2205, keine Ahnung. Es ist genau in der Mitte zwischen Star Trek Enterprise und Star Trek Discovery und Star Trek The Original Series. Ich habe keine Ahnung. Deswegen wird es uns umso mehr überraschen, was hier passiert. Eine Überraschung ist, die Ferengi wollen der Föderation beitreten. Fucking Weltraum-Superkapitalisten. Die sind quasi Christian Lindner als Volk. Ja, das ist unglaublich. Die wollen Teil einer sozialistischen Staatengemeinschaft werden. Haben die keine Ehre? Was seid ihr denn für Kapitalisten? Das ist echt. So, egal. Wir haben aber, wir sind guter Dinge, dass das was wird. Ich möchte noch ein bisschen mehr kolonisieren, denn ich habe das Gefühl, das ist grundsätzlich eine gute Idee. Hier können die Kollegen von Andoria mal, ich überlege gerade, wie ich den Planeten nenne. Vielleicht heißt er einfach nur Wolf. Planet Wolf. Warum nicht? Hier können wir die Andorianer hinziehen. Ich will mal ein paar Planeten besiedeln, weil wir haben zwar schon relativ viele, aber es bringt ja nun wirklich nichts. Sehr gut. Mehr Handel ist immer gut. Guck mal, wie viel Energie wir machen. Holy fuck, ey. Es bringt ja nun wirklich nichts, so viele Planeten hier in unserem Gebiet zu haben, wenn wir die nicht besiedeln. Also sollten wir das machen. Ist noch ein Gesandter verstorben? Wo war denn? Ja, auf Benza. Okay. Aber wir haben keine neuen, ne? Also das verstehe ich jetzt gerade nicht so genau, wie das mit den Gesandten funktioniert, weil wo tauchen die denn jetzt wieder auf? Wir brauchen doch auch irgendwie neue Gesandte. Die möchten gerne assoziiert werden. Ja, also von mir aus könnt ihr das gerne machen. What the fuck? Beleidigungen von den Klingonen. Das finde ich nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Wir wissen ja, wann der Krieg, der letzte, oder der, was heißt der letzte? Ja, der letzte große Krieg mit den Klingonen stattfindet. Nämlich in den 2250er Jahren. Das ist gerade mal 40 bis 50 Jahre hin. Zumindest in der Original-Star Trek-Lore. So, Assoziationsstatus, ja, ich bin dafür. Ich bin ja immer dafür, wenn wir uns mit mehr Leuten anfreunden. Das sehen meine Kollegen oft nicht so. Ah, das scheint tatsächlich funktioniert zu haben. Wir haben aktuell ja eine 3-Jahres-Mission, keine 5-Jahres-Mission, aber eine 3-Jahres-Mission. Trillsymbiont has been transferred from a dying governor to Tobin Dex. Oh, sogar ein Dex tatsächlich. Also das ist ein Vorfahre von Jazeera Dex, die man ja aus Deep Space Nine kennt. Die Trill sind eine symbiotische Spezies, da gibt es also ähnlich wie bei den Goa'uld in Stargate immer einen so wurmartigen Symbionten, der einem Humanoiden eingesetzt wird. Und die beiden zusammen ergeben dann ein Wesen.
Und wenn der Humanoid irgendwann altert und stirbt, dann, oder eben auch durch eine Verletzung oder ähnliches, frühzeitig verscheidet, dann wird der Symbiont in den nächsten Wirt gesetzt und nimmt alle Erinnerungen von diesem Wirt, dem bisherigen, mit und eben auch seine eigenen von den letzten Wirten und ist dadurch ein Wesen, das möglicherweise Dutzende von Generationen an Wissen und Erfahrung mit sich trägt. Also eine ganz, ganz mächtige Spezies letztlich, was Wissen angeht. So, ja, das nur zu den Trill. Jetzt gehen wir mal kurz zur Deep Space Mission. Was haben wir hier? Deep Space Exploration Mission is ready to begin. Also die Enterprise macht sich auf den Weg auf ihre 3-Jahres-Mission. Wir können Expedition 1 in den tiefen Weltraum schicken. Wir können sie. Aber das ist doch alles das Gleiche, oder? Ist doch scheißegal. Ja, wir machen jetzt die erste. Ich wollte gerade den Unterschied klar machen zwischen diesen drei Sachen, aber es gibt keinen. So, ich verkaufe mal ein bisschen Ressourcen. Wir haben so viel Energie, das ist richtig krass. Wir können tatsächlich mal noch ein bisschen mehr Legierungen kaufen, weil wir ja, so viel Energie brauchen wir ja gar nicht. Wir haben ja 300 plus gehabt. Also ist zwischen 100 und 200 im Plus zu halten, das fände ich schon ganz gut. Nahrung haben wir eigentlich aktuell auch relativ viel. Da würde ich mal ein bisschen weniger einkaufen. Also wir haben jetzt nicht viel, viel, aber wir haben genug, sage ich mal, dass wir uns das leisten können, da mal nicht zuzukaufen. Wir können die Industriedistrikte mal noch aufwerten, das ist eine gute Idee. Dann vereinigen wir die vierte Flotte mit der Nordflotte und wir wollten ja auch noch eine Südflotte aufbauen. Wie ihr seht, sind unsere drei Flotten jetzt etwa gleich stark. Das ist ganz gut. Oh, wir haben wieder eine Asteroidensituation. Das ist problematisch, vor allen Dingen, weil. Wait, what? Das ist überhaupt nicht problematisch. Das ist sogar gar nicht mal so schlimm. So, wer ist denn am nächsten dran? Jetzt haben wir das Problem, dass wir eine Nordflotte, eine Westflotte und eine Ostflotte haben. Und die sind alle exakt gleich weit weg vom Zentrum unseres Gebiets. Die brauchen 203 Tage. Die hier oben brauchen 249 Tage. Ah, wer gewinnt das Rennen? Und die hier brauchen 237 Tage. Naja, dann ist es die Ostflotte. Okay. Kleiner Flaw in meinen Plänen. Wir brauchen auch noch eine Zentralflotte. Wir brauchen einen Sektor 0, ja, Sektor 0 Flotte, die hier wirklich das Zentrum, die Erde, Alpha Centauri, Barnard Star, Wolf 359 natürlich auch. Diese Gegend muss beschützt werden, da brauchen wir also auch noch eine Flotte. Wir brauchen also fünf, in Zahlen fünf Flotten. Ja, ist mir dann jetzt auch aufgefallen. Wahrscheinlich hat es der ein oder andere auch schon so bemerkt, vorher, in den Kommentaren. Mist. Haben wir denn jetzt, was ist denn jetzt eigentlich hier mit unseren Gesandten? Wo sind die denn jetzt alle? Assoziationsstatus, die Ferengi möchten. Ja, ich bin dabei. Die Saurianer werden das wieder ablehnen, aber können wir bitte die Orioner da mal. Was? Kriminelle auf der Erde? Ich dachte, wir hätten Kriminalität komplett ausgelöscht. Was ist denn, wieso ist denn auf der Erde kriminell? Erstmal. So, was passiert jetzt hier? Ja, das möchte ich ja immer wieder machen, den Orionern das anbieten, bis es mal klappt. Wieso haben wir denn so krass viel Kriminalität hier? Was geht denn hier ab? Können wir hier mal irgendwie eine Polizei bauen oder sowas? Wie hier. So, das. Polizeisystem. Minus 50 Kriminalität. Na, das ist doch genau das Richtige, oder? Starfleet Intelligence. Haben wir das nicht schon? Wir haben das. Achso, nee, das ist Sternenflottenhauptquartier. Dann bauen wir Starfleet Intelligence, oder? Brauchen wir ja auch mal irgendwie. So, das Geschäftsviertel ist gleich fertig. Das braucht nur noch eine Woche. Das lassen wir mal noch zu Ende bauen. Weil kann nicht sein, dass auf der Erde hier so krass gestresst wird. Ich meine, das ist die Erde. Ja, da ist Ruhe angesagt. Die Erde, da muss Ruhe herrschen.
Wir brauchen mehr Wohnungen auf Sigma Draconis. Bauen wir mal gleich zwei Wohnungssektoren und bauen die Kuppeln hier noch aus. Ich guck mal, ob ich noch irgendwas upgraden kann, bevor ich neue Gebäude baue. Hier auf Deneva können wir mal noch eine Legierungsgießerei bauen. Oh, ein Kampfjet-Hangar. I like that. Das bauen wir. Ist jetzt nicht sehr strategisch, dass ich einfach irgendwas baue, aber es ist ein bisschen nervig, dass ich dieses grüne Gas, dieses Brisen-Nitrat, dass ich das nicht irgendwo hab oder irgendwo herstellen kann. Das wäre tatsächlich ganz praktisch, wenn ich mal ein paar mehr Agrikulturdistrikte bauen könnte, aber das geht halt nicht. Spiel sagt nein. Spiel sagt nein. Wie viel Luxusgüter habe ich plus 19? Dann könnten wir eigentlich auch mal wieder, wobei Mannschaftsproduktion für Raumschiffe habe ich eigentlich auch genug. Brauchen wir eigentlich nicht machen. Was bauen wir denn hier mal Schönes? Vielleicht mal ein Trillium-Bergwerk. Nahrung produzieren wir sowieso fast keine auf dem Planeten. Komm, wir bauen mal ein Trillium-Bergwerk. Kann nicht schaden. Oh, und Springboard ist ja komplett neu als Kolonie. Da ist also noch ein bisschen was zu tun. Da müssen wir noch ein bisschen was ausbauen. Wir können dort mal ein Bunkernetzwerk bauen. Dann bauen wir dort Nahrungsproduktion, ein Kraftwerk und ein Handwerkerladen. Und dann noch zwei Wohngebiete. Und dann sind wir da auch erstmal gut dabei. So, das war jetzt genug so ein Kram. Koalitionsangebot Ferengi-Allianz. Alle lehnen alles ab. Natürlich, so muss das sein. Schön. Mann, ich will mal. Das kann doch nicht sein, dass in dieser Koalition immer alle so negativ sind. Alle lehnen immer alles ab. Warum haben die. Was haben die Saurianer überhaupt zu sagen? Ganz ehrlich, guckt euch doch mal an. Neben den beiden großen Reichen, die hier zusammenhängen. Was wollt ihr überhaupt? So, wir werden attackiert auf unserer Dreijahresmission. Komischerweise sind hier auf dem Bild nur Raumschiffe, die garantiert nicht bei der Dreijahresmission am Start sind. Das ist irgendwie aus dem Dominion-Krieg, 200 Jahre später. Oder 150 Jahre später. Egal. So, Battle Stations, Retreat. They are eager to back up the threat. Should we stand our ground? Ja, yeah, das ist die fucking Enterprise. Wir ziehen uns nicht zurück. Oh, I'm sorry to port. That didn't go well. Okay. Ja, also, das war ein bedrückendes Ende. Für die Enterprise. Die Enterprise wurde zerstört im Kampf mit diesem unbekannten Wesen. Oder diesen unbekannten Wesen mit ihrem Raumschiff. Wir wissen nicht, wer es war. Wir wissen nicht, was genau passiert ist. Wir wissen nur, wir verlieren jede Menge Einfluss und unser Flaggschiff. Which is sad. Ja, und nun? Wo kriegen wir denn jetzt ein neues Flaggschiff her? Ich würde gerne ein neues Flaggschiff bauen. Wie mache ich das? Wie baut man ein neues Flaggschiff? Kann man das irgendwie hier bauen? Nein, 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 nein. Gibt es dafür irgendwie eine. Also Calhoun ist auch gestorben, Calhoun March, der ja immerhin quasi die Föderation mitgegründet hat. Ein großer, ein wichtiger Mann. Ich weiß halt nicht so genau, wie man ein neues Flaggschiff bekommt. Wie war denn das? Das war doch irgendwie so eine Sondergeschichte. Oh Gott, wie war das? Wie war denn das? Tja. Ja, keine Ahnung. Wenn ihr es noch wisst, wie kriege ich ein neues Flaggschiff, dann sagt mir Bescheid. Denn ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Wir sind auf neue Leute getroffen. Das ist uns lange nicht passiert. Dann können wir hier mal. Oh, wir haben jetzt neue Uniformen. Cool. Naja, ist ja jetzt auch ein bisschen vorangeschritten, die Zeit. Oh. Oh. Ja, da ist eine Menge schiefgegangen. Wir wollten ja eigentlich verhindern, dass der Asteroid einschlägt. Aber
Das hat nicht geklappt. Das ist scheiße. Mann, warum funktioniert hier nichts? Alles geht schief, ja. Ich habe eigentlich meine Flotte dahin geschickt, aber habe dann über die Zerstörung der Enterprise so ein kleines bisschen vergessen, da noch irgendwas zu machen. Sie sind einfach zu spät gekommen. Einigen wir uns da drauf? Wenn ihr es nicht gesehen habt, habe ich es auch nicht verbockt. Verdammt. Das ist so eine Scheiße. So, wir bauen jetzt mal hier eine. Genau, hier wollten wir ein Handelsdepot hinbauen auf die Station, weil wir dort so viel Handel treiben können. Wir haben ja hier 15 Handelswert. Das sollten wir denn dementsprechend auch nutzen. Gibt es hier irgendwas, was meinen Handelswert noch verbessert? Unterhalt angedockte Schiffe, Handelsschutz. Den Handelsschutz verbessern ist grundsätzlich eine gute Idee, glaube ich. Das machen wir mal. Ach Gott, was für eine chaotische Folge, ey. Das habe ich nicht antizipiert, als ich begonnen habe damit. So, die Nordflotte müssen wir mal aufwerten. Ich beginne jetzt mal den Aufbau der Südflotte. Wobei ich da als zentrales Element gerne auch irgendwie ein schweres, großes Schiff bauen würde. Dafür müssten wir aber mal noch ein bisschen Legierung einkaufen. Das sollte aber möglich sein. So, dann bauen wir da nämlich auch. Wir können uns keine Constitution Class leisten. Naja, dann leisten wir uns halt eine Crossfield. Also die Discovery. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass das die Crossfield-Klasse ist. Stimmt das? Also stimmt das denn innerhalb der Lore von Star Trek? Heißt das bei Discovery das Raumschiff wirklich Crossfield-Klasse? Ich weiß nicht. Wurde bisher so noch nicht erwähnt irgendwie. Junge Kolonie. Wir haben Murid Prime. Das ist da im Norden, glaube ich, ne? Die neue Kolonie. Ja, die ist hier ganz im Norden. Haben wir etabliert. Das ist sehr schön. Dann würde ich vorschlagen. Das ist ja so ein bisschen der absolute Rand, der äußere Rand unseres Gebiets. Dann bauen wir da erstmal einen Kampfjet-Hangar, um uns zu verteidigen. Und ein Flottenversorgungsdepot. Und dann kümmern wir uns langsam nach und nach um Ressourcenproduktion und ähnliches. Ich würde sagen, dann kommt als nächstes mal die Nahrungsversorgung hier rein und dann sind wir auch schon, ja, und noch ein Kraftwerk. Und dann ist es auch erstmal okay. Wir können dann ja vielleicht, brauchen wir mehr Verwaltung? Na, noch nicht so richtig. Dann können wir hier vielleicht noch so ein paar Distrikte bauen. Das ist ja ein sehr großer Planet, dann können wir komplett voll scheißen mit Gebäuden und Distrikten. Da geht also einiges. Terraforming-Stationen. Aha, kultureller Platz. Machen wir mal einen kulturellen Platz. Das ist bestimmt ein tolles Gebäude, mit dem man viel anfangen kann. Fucking hell, Mann. So, wird Zeit, dass mal wieder Föderationsrat ist. Ich möchte nämlich natürlich die nächsten Leute bei mir aufnehmen. Ach ja, eine Sache wollte ich nochmal wissen. Ich habe ja jetzt mittlerweile so viele Leute hier, so viele verschiedene Völker. Kann man da jetzt mal irgendwas an den Lebensstandards drehen? Ich verstehe nicht. Betroffene Bewohner dürfen keine Sklaven sein. Sind sie nicht? Betroffene Bewohner sind entweder nicht unerwünscht oder kastriert. Alle Punkte müssen falsch sein. Es muss falsch sein, dass die Bewohner kastriert sind und sie dürfen nicht unerwünscht sein. Aber das ist doch so. Nichts davon trifft zu. Warum kann ich den utopischen Überfluss nicht anschalten? Ich würde das jetzt gerne mal ausrollen nach und nach. Ich meine, warum geht das denn nicht? Kolonisierung ist gestattet. Keine Bevölkerungskontrolle. Keine Migrationskontrolle. Voller Militärdienst. Volle Staatsbürger. Alles ist korrekt. Es gibt keine Sklaverei hier bei uns. Vielleicht erlauben wir noch irgendwas, was bei Richtlinien. Wir müssen uns das mal kurz angucken. Aktives Studium ist gestattet. Xenostudien, das ist. Xenoleuchtung, Umsiedlung ist verboten. Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, nichts. Landbeschlagnahmung.
Was heißt das? Das Land nicht richtig kann von höheren Spezies genutzt werden? Eroberte Planeten behalten ihre Bevölkerung so bei, wie sie war. Möchten, ja, das möchte ich bitte ändern. Das ist doch. Landbeschlagnahmung ist verboten. Erstkontakt, proaktiv, achtsam. Das Informationen über uns selbst. Andere Nationen werden es schwieriger haben, mit uns zu kommunizieren. Nö, das finde ich doof. Anfangsgrenzstatus offen. Strenge Rationierung, Nahrungsüberschuss. Dafür ist die Zufriedenheit höher. Das wäre dann eigentlich was, was wir machen sollten. Aber das betrifft ja immer noch nicht dieses Thema Sklaverei. Sklaverei ist verboten. Säuberung ist verboten. Gesundheitspolitik. Bababab. Modernisierte Infrastruktur. Ja, Richtlinien. Bla, Gleichstellung, Geschlechtergleichstellung, weibliche Unterdrückung machen wir nicht, nee, männliche auch nicht. Halbjährliche Veranstaltung aktiviert, okay. Xenorights Policy. Sie haben volle Rechte. Eugenics. Also Genmanipulation oder eben Zucht von höheren Wesen oder sowas ist verboten. Aber ich finde komisch, dass das jetzt hier auf Rot steht. Achso, weil ich das nicht ändern darf, wahrscheinlich. Also irgendwas ist komisch. Warum kann ich das denn nicht machen? Ich will doch einfach nur expansionistisch, kooperativ. Einen Gesandten zu entsenden, kostet monatlich diplomatische Bedeutung. Ja, das machen wir, oder? Wir sind kooperativ. Ja, das ist doch Quatsch. Wir sind doch nicht irgendwie komische Leute hier, die Leute angreifen und expandieren. Wir sind doch keine Imperialisten. Also, ich weiß nicht so genau, was das Problem ist, warum das nicht funktioniert mit dem, mit dieser neuen, mit der neuen Richtlinie, mit den Rechten, dass wir eben langsam Richtung, ja, quasi Überfluss utopischer Kommunismus gehen, weil das ja schon irgendwie der Plan ist. Expandiert die diplomatische Reichweite bis zu den Nachbarn. Ja, das würde ich gerne mit den Orionern machen, weil die hätte ich schon gerne dabei. Aber wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir die Saurianer und die Ferengi mal irgendwie hier einbeziehen. Wir machen mal die Saurianer mit mittlerer Intensität. So. Ja, erstmal die Kleinen integrieren und die Großen. Also es ist nicht so schlimm, wenn die Ferengi noch 10 Jahre brauchen. Ich meine. Wobei, wir sollten sie integrieren, bevor wir die Rechte auf utopischer Überfluss stellen. Weil das ist natürlich schon irgendwie grob der Plan. Guck mal, wenn mehr Orioner durch die Migration einziehen auf Planeten der Saurianer und der Ferengi und so, dann sollte das doch eigentlich noch eher was werden. Sporenantrieb. Ja, den erforschen wir. Auch wenn es eine gefährliche Technologie ist. Wir haben ja schon die Discovery-Raumschiffe. Wie heißen die noch gleich? Schon wieder vergessen, wie die heißen. Crossfield-Klasse. Die haben ja eigentlich einen Sporenantrieb, sprich einen Instant-Jump-Antrieb. Und das hätte ich natürlich gerne. Mal gucken, ob das dann auch so funktioniert hier. Ob wir an beliebige Stellen springen können. Dann baue ich eine Flotte nur aus den Raumschiffen. Natürlich. Und dann springen wir immer direkt irgendwo hin. Das finde ich ganz geil. Nun ja, wie sieht's hier unten aus? Das dauert aber auch ewig, ey. Bei unserer Südflotte, die braucht noch ein bisschen. Gut, was wir nicht gemacht haben, diese Folge, was ich versprochen hatte. Verdammt! Ah, ist unser Relikt zu aktivieren, unser komisches Kristallrelikt. Ah, die kenne ich irgendwo her, die habe ich schon mal gesehen. Ich sag das bei jeder neuen Spezies, außer den allerbekanntesten. Aber ich kann sie auch gerade nicht zuordnen, wo, aus welcher Folge ich sie kenne. Es gibt ja dann doch immer eine ganze Menge. Oh, Yi Kong ist gestorben. Einer unserer führenden Wissenschaftler. Da rekrutieren wir mal direkt mal jemand Neues. Ja, das ist ja ein Wissenschaftler, der auf einem Raumschiff der Captain ist. Das heißt, der darf gerne auch besser seine Anomalien entdecken. Und wir kriegen Einfluss. Und super, wir haben die Flaxianische Harmonie entdeckt. Das ist sehr schön, die Flaxianer. Wir können viel voneinander lernen.
Und Leute, wisst ihr, was ich jetzt hab? Genug Einfluss, um unser Relikt zu aktivieren. Und zwar Relikte. Hier ist es. Zeitkristallvorrichtung. Let's go for it. Okay, was ist jetzt passiert? Zeitkristallgerät. Die Möglichkeit, die Zeit zu krümmen, wenn auch innerhalb eines Grenzfensters, bietet uns die einzigartige Möglichkeit, Ziele zu erreichen, die sonst unmöglich wären. Premierministerin Putapas Berater haben zahlreiche Optionen für den Verwalter des Geräts bereitgestellt, bei denen eine Zeitschleife äußerst effektiv sein könnte. Wir können es zerlegen. Cool. Das bringt was. Wir können einen Bankraub durchführen, Verräter in unseren Reihen finden. Wir können Herausforderer im Kampf um die Führung. Wir können seltene Experimente durchführen. Und Zeitkristalle müssen genährt und nicht ausgenutzt werden. Was? Die Zeitkristallpflege. Aha. Da müssen wir spiritualistisch sein. Also wir können eigentlich als normale liberale Demokraten nur das hier machen. Experimente. Na, dann versuchen wir doch mal seltene Experimente und gucken mal, was dabei rauskommt. Das schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Na, 21 Tage sollte es dauern. Das ist jetzt soweit. Das Zeitkristallgerät hat sich als unschätzbar wertvoll erwiesen, da es den Wissenschaftlern innerhalb der Föderation erlaubt, gefährliche und anderweitig tödliche Experimente ohne Rücksicht auf Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen. Das ist genau die Story von Outer Wilds. Spoiler Alert. Entschuldigung. Also wer Outer Wilds gespielt hat, weiß, was ich meine. Experimente in der Zeitschleife machen, da hat man einfach mehr Zeit. Man hat einfach mehr Zeit. Durch wiederholtes Testen flüchtiger Prozesse haben die Wissenschaftler auf bestimmten Gebieten moderate Durchbrüche erzielt. Das liest man doch gern. Das ist mal ein richtiger Erfolg. Wir haben moderate Durchbrüche auf bestimmten Gebieten erzielt und nicht extreme Durchbrüche auf allen Gebieten. So, aber es sind im Endeffekt, haben wir die Möglichkeit, in allen unseren Forschungsgebieten Fortschritte zu erzielen mit einer Drittelchance. Also mal gucken, was es jetzt am Ende wird. Wir haben die Industriebezirke abgegradet, das ist gut. Das brauchen wir nicht unbedingt. Bla 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 bla, die neueste Forschung, bla bla bla, also neue Antriebe braucht das Land. Ja, wir können aber auch eine neue Dilithium, wobei wir haben genug Dilithium, ganz ehrlich. Wir haben so ein Plus an Dilithium, ja plus 6 immer noch, wir verkaufen ja auch 15 oder sowas. Also das passt schon. Eine Sache, die ich was mal nachgucken wollte, ist, wie stark sind denn die Schiffe hier eigentlich? 5000, also zusammen über 10.000, das kann ich auch nicht angehen. Weil ich wollte mal gucken, ob ich vielleicht doch nochmal irgendwo mich ein bisschen ausbreiten kann. Und ich habe ja noch zwei Möglichkeiten, Trappist und McGinty. Trappist ist das Schwächere, aber auch dafür ist die Flotte hier nicht stark genug. Da würde ich jetzt aber mal als Plan mir stellen, dass ich die Westflotte mal auf das Maximum von 100 Flottenstärke upgrade und dass wir dann vielleicht gucken, ob wir da mal hinfliegen und die kristallinen Wesen wegpusten, um da mal ein bisschen Platz zu schaffen. Flottenkapazität insgesamt erhöhen. Naja, wir nähern uns, wir sind jetzt bei 2/3 ungefähr. Wir machen das jetzt einfach mal, um für die Zukunft vorzusorgen. Ich habe ja schließlich vor, noch zwei weitere Flotten zu bauen. Eine Süd- und eine Zentralflotte. Eine Core Fleet, wie ich sie dann wahrscheinlich nennen werde. So, sehr gut. Naja, das war spannend, spaßig und wunderschön. Das Zeitkristallgerät können wir so schnell nicht wieder aktivieren. Wir brauchen erstmal wieder wir brauchen erstmal wieder genug Einfluss. Und was ist das? Was ist denn der Triumph? Der Triumph ist aktiviert. Ja. Forschen die jetzt immer wieder? Ich meine, wenn das weiterhin aktiviert ist, dann können wir ja immer wieder so eine Forschungserfolge erzielen. Das wäre doch eigentlich cool, dass man einmal pro Jahr dann so einen Forschungsschub bekommt. Ich weiß es nicht genau, wie es funktioniert. So, ich werde jetzt nochmal recherchieren, wie das ist mit der mit den Rechten, dass ich die ändern kann auf utopischen Überfluss. Das möchte ich nämlich gerne im Laufe dieses Jahrhunderts machen. Habe ich ja sehr früh angekündigt. Und wenn ihr wisst, was da das Problem ist, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.